Hallo, herzlich willkommen zu Giga Esports Inside am Montag, heute mit einem Test von zwei, ja, mehr oder weniger, nee, eigentlich sehr neuen Spielen, beziehungsweise mehreren Spielen auf der Wii. Zocken wir ein bisschen Tennis und unter anderem auch Tony Hawk, Downhill Jam. Wird bestimmt ganz interessant, wir mussten hier ein paar Sessel wegräumen, damit ich hier meine brachiale Vorhand auspacken kann gleich. Außerdem die große Ski-Alpine-Challenge, das wird ein riesiger Spaß. Da bin ich bestens vorbereitet und fahre inzwischen Redaktionsbestzeiten. Da werden jetzt andere laut aufschreien, aber ich habe da noch einiges in petto, was ich mir vor die Sendung aufheben wollte. Mein Gegner heute, Marc Hoffmann, einer der weniger talentierten Computerspieler, beweist er regelmäßig in Warcraft 3 Spielen, hat übrigens Angst, am Mittwoch, nee, am Donnerstag ist es, anzutreten. Ich habe einfach keine Zeit, Jan. Keine Zeit, Donnerstag abends 20 Uhr während der Sendung. Kann ich nicht. Nee, das ist natürlich ärgerlich. Was hast du da vor um 20 Uhr? Urlaub nehmen. Ja, Urlaub nehmen. Also, ihr merkt Weihnachtssingen im Dom. Ihr merkt schon, man kommt mit ein bisschen Angst anzutreten, ein bisschen feige, würde ich das nennen. Aber so ein Tennis traust du dich. Tennis traue ich mich auf jeden Fall, gar keine Frage. Und wie sieht's aus? GTA, wie heißt das Spiel? GT. GT Pro Series natürlich. Wie komme ich auf GTA? Das haben wir gleich als erstes. Anschließend haben wir, was haben wir noch für Spiele? Alles am Start. Unter anderem Wii Sports zum Beispiel haben wir noch am Start. Wii Oder Play, zum Beispiel Tony Hawk. Wii Sports und Tony Hawk's Downhill Jam. Das ist aber noch nicht alles. Wir haben natürlich noch die große Cheat Challenge und Spiele, die ihr gewinnen könnt. Zum einen die Sims Weihnachtszeit. Ein Riesending. Und hier Fußballmanager 2007 mit dem Erfolgstrainer vorne drauf. Ne? Thomas Doll. Hat den Hamburger SV erfolgreich auf dem 17. Tabellenplatz geführt. Und wenn ihr genauso erfolgreich sein wollt wie Thomas Doll, dann gewinnt am besten dieses Spiel. Wie? Das erzähle ich euch. Ja, wie? Ah, der Wortwitz. Wie erzähle ich euch nach der ganz kurzen Werbepause, die wir jetzt einlegen. Und dann könnt ihr tolle Spiele gewinnen und sehen, wie eSports-tauglich denn die neue Nintendo Wii und die Ski-Challenge ist. Also bleibt auf jeden Fall dran. In wenigen Sekunden starten wir dann. Willkommen zurück bei Giga Esports Inside. Geht jetzt los hier mit dem fantastischen Autorennen. Ihr seht, ich habe schon das Lenkrad in der Hand.
im Hintergrund sehen wir jetzt gleich, wie das eigentlich alles aussieht bei der Wii. Und License bei Nintendo, ja wunderbar. Spiel, können wir gleich anfangen, ist GT Pro Series und ist ein sehr interessantes Autorennspiel. Das erste, es gibt ja schon viele Spiele, wo man so mit dem Lenkrad sitzt und fährt, aber hier hat man einfach so ein Lenkrad in der Hand und tatsächlich habe ich mich auch erst gewundert, als ich das erste Mal gefahren bin, dachte ich so, lenkt er jetzt überhaupt? Aber ja, tatsächlich, er lenkt los und wir machen direkt mal ein One-on-One, würde ich sagen. Ja, das ist eine super Idee. Eine super Idee. Ich habe eben schon gesehen, in der Testrunde hast du auch sehr erfolgreich abgeschnitten. Ja, ich bin mal wieder nicht so gut. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich bin erklärt. 2, Entry, Go. Was dir von Anfang an auffällt, ist ja auf jeden Fall, dass es relativ leicht bedienlich ist. Sogar du mit leichten Schwierigkeiten hast herausgefunden, was da eigentlich so abgeht. Tatsächlich. Ich möchte jetzt hier schön Koreaner. Was ist denn nochmal Koreanisch? Ich glaube, Mitsubishi ist Koreanisch. Nee, Mitsubishi ist Japanisch. Ja, und Toyota auch Japanisch. Daihatsu ist zum Beispiel Koreanisch. Echt? Da fahre ich auf jeden Fall Koreaner. Topspeed, nee, das ist mir ein bisschen zu krass. Ich fahre einfach einen Honda. Ja. Den nehme ich. AT, Racing, alles klar. Du musst es auch einmal bestätigen und dann sind wir eigentlich auch schon am Start. Auf unserer ersten Strecke. Would you like to set a handicap? No. Nee, wieso schwierig, wenn man es auch einfach haben kann? 3 Runden tagsüber. Und. Ich bin oben. Was geht die Post? Man sieht mich unten mit meinem Subaru abflitzen. So, erste Kurve, jetzt gleich links rein. Ist aber schon lustig, man kann rein theoretisch auch mit dem Steuerkreuz spielen. Upsi. Genauso gut ist es aber auch möglich, hier in Wirklichkeit mit dem Lenkrad natürlich zu lenken. Ansonsten hätte das ja alles gar keinen Sinn, hier so ein Lenkrad drauf zu machen. Ich glaube, das Lenkrad wird unter anderem aber auch bei dem Spiel mitgeliefert. Denn der Publisher davon, Ubisoft, steht auch ganz dick auf dem Lenkrad drauf. Von daher gehe ich einfach mal hart davon aus. Hier ein bisschen die Kurve geschnitten. Was mache ich hier jetzt auf einmal? Komme ich vorbeigesaust. Es ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Nee, ist es tatsächlich. Aber mein Wagen ist auch ein bisschen langsamer, glaube ich. Also deine Topspeeds sind auf jeden Fall krasser als meine. Aber er ist auch schwer zu lenken dafür. Ja, er merkt es selbst, ne? Er dreht sich in jeder Kurve, fliege ich raus. Also dreht er sich. Meiner ist jetzt auch nicht viel leichter, muss ich sagen, zu lenken. Jetzt bin ich wieder auf Platz 1. Wir spielen insgesamt 3 Laps. Ich habe doch einen deutlichen Vorsprung. Ja. Von ganzen 3 Metern. Würde ich ja jetzt wegrammen. Oh nein. Fehler meinerseits. Also, man muss immer gegenlenken. Bei mir fliegt man aus der Kurve raus. Grafik allgemein bei Wii natürlich nicht das, der entscheidende Punkt, sondern eher der Spielespaß. Ah, auf jeden Fall. Also die Grafik, muss ich sagen, ist jetzt. Hau mich jetzt nicht so ist vom jetzt so gut wie auf wenn ich da Need for Speed Carbon gesehen habe oder ja, auch schon frühere Need for Speed Teile. Aber es ist halt witzig, so zu fahren. Ja, weil du es halt freispielen machen kannst mit dem Lenkrad. Das ist natürlich wirklich ein extrem lustiges Feature. Upsi. Bin ich in a lot of trouble gerade. Aber wirklich, die Grafik ist wirklich ein bisschen bescheiden, muss man sagen. Ah, allerdings, also selten so. Also ich glaube, da bin ich ja schon auf meinem 486er solche Autorennen gefahren. Hattest du jemals einen 486er gehabt? Ja. Ist jetzt nur so eine kleine Schlichtung. Vielleicht eine Fangfrage, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Na gut. Aber ich lieg trotzdem im Moment vorne, auch wenn ich keinen 486er hatte. Ja, das Problem ist, mein Auto ist tatsächlich im Topspeed langsamer als deins. Das große Topic ja mehr oder weniger heute in der Sendung ist ja, weil wir ja die absoluten E-Sports-Ikonen sind. Selbst ernannt, logischerweise. Kann man das hier E-Sports-mäßig spielen? Das genau, ist das ist die große Frage. Wir haben ja schon die ganze Zeit bemängelt, dass die Grafik natürlich nicht so toll ist. Das haben aber viele andere Spiele jetzt zum Beispiel auch, die. Oh, jetzt habe ich geguckt und wird falsch eingeschätzt. Die ja viele andere Spiele auch haben, also eine schlechte Grafik, die aber trotz alledem immer noch gespielt werden aufgrund des Balancing. Bestes Beispiel dafür, glaube ich, ist dann zum Beispiel StarCraft. Ich weiß es nicht. Immerhin gibt es einen Versus-Mode. Was meinst du, was ist denn entscheidend dafür, dass das so, solch ein Rennspiel jetzt zum Beispiel anstatt eines anderen Titels in der EPS aufgenommen wird? Gut, übrigens habe ich gar nicht so einen harten Rückstand.
Guck mal, mein Topspeed ist 90. Meiner war vielleicht 150. So in dem Dreh auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wenn man mal ein Fazit zu GT Pro Series ziehen sollte, dann würde ich sagen, macht auf jeden Fall Bock, zu Hause zu zocken mit ein paar Kumpels. Aber so als Pro-Series-Titel wäre es sicherlich obwohl nicht geil. Obwohl der dann ja schon drin ist. Ja, wäre es, glaube ich, nicht geil. Nee, ich glaube auch nicht. Aber die Grafik ist wirklich enttäuschend. Also wenn man da ab und zu andere... ja, guck mal, wie das Gras da irgendwie so ganz komisch hochgewirbelt wird. Ich denke, wir sollten gleich weitermachen mit dem nächsten Titel, oder Jan? Also was jetzt E-Sport... Also Spaß zu Hause auf jeden Fall. Also wenn wir immer so Faktoren von 1 bis 10 geben könnten, Spaßfaktor, derjenige, der Autorin mag, ich würde sagen 7. Aber E-Sports-Faktor eher... Eine 3. Eine 3, auf einer Skala bemüht. Von bemüht. Habe ich auch öfters in der Schule gehört. Ja. Marc war stets bemüht. In der Schule überhaupt anwesend zu sein. Jetzt gib mal hier die CD her, du Automat. Lass euch nicht abschrecken, die Wii ist eigentlich gar nicht so schwer zu bedienen. Jan Dominikus ist einfach nur extrem ungeschickt in solchen Sachen. Eben wollte er auch auf seinem PC die G-Challenge, die wir euch gleich noch vorstellen, spielen. Das hat nicht funktioniert, weil sein Arbeitsrechner zu... belastet war. Seine Was ja an sich ein gutes Zeichen eigentlich ist. Ne? Also ich klar, finde, wenn da locker YouTube-Videos geöffnet sind, ist das schon verdammt hart. Immer sehr viel zu tun, deswegen ist da bei mir auch so viel geöffnet die ganze Zeit. Auf jeden Fall war seine Lösung einfach auf die Tastatur hauen. Ich habe vorgeschlagen, mal den Taskmanager zu öffnen. Nachdem ich ihm das dann gesagt habe, hat er mich dann mit staunenden und großen Augen gefragt, was ist denn der Taskmanager? Nee, ein Taskmanager ist, weiß ich. Ein Fehler ist auch, drücken Sie einen Ausgabeknopf. Dann gib mal her. Einen Ausgabeknopf gedrückt. Jetzt machen wir hier Reset vielleicht. Oder den Ausknopf ist immer eine Methode. Notfalls ziehen wir einfach den Stromstecker, wenn gar nichts mehr geht. Vielleicht aber eigentlich die Wii ja relativ komfortabel, so was für Leute angeht, die jetzt eigentlich gar keinen Plan haben von solchen Sachen, ne? Technischen Geräten, etc. Würdest du dich da jetzt dazu ziehen? So zu den Leuten, die gar keine Ahnung haben von sowas? Nee, eigentlich nicht. Jetzt versuche ich hier gerade mal die Wii-Konsole auszuschalten. Das ist auch nicht möglich. Jan. Na hier, dann wenn du dann Schlaumeier bist, dann wünsche ich dir viel Spaß. Was ist das denn hier? Verrückt. Wir haben den Ausgabeknopf bereits gedrückt, um diese CD ausgegeben zu bekommen. Anschließend sollten wir den Ausknopf drücken. Der. Ja, ich habe jetzt eine super Lösung. Ja, einen Stromstecker einfach mal rausziehen. Das ist nicht der Stromstecker. Das ist nicht der Stromstecker. Wo ist denn der Stromstecker? Das ist. Dann bist du wieder rein. Jetzt den Stromstecker wieder rein. Also es scheint hier noch ein bisschen verbuggt zu sein. Aber die Game Disc ist doch draußen, ne? Ja, die Game habe ich da rausgenommen. Hier ist sie doch. Wieso geht dein Power auch hier jetzt nicht aus und so? Das ist ja schon extrem komisch, ne? Du hast nicht den Stromstecker gezogen übrigens. Das untere ist der Stromstecker. Das müsste der Stromstecker gewesen sein. Jetzt habe ich ihn wieder reingesteckt. Machen wir das ganze Ding nochmal an. Bugfixing hier bei Giga Esports Insight mit der mit Nintendo der Holzhammer-Methode. Strom rausziehen. Ist da eigentlich auch relativ effektiv. Jetzt haben wir auf einmal einen ganz schicken Bildschirm schon da von der Wii. Jetzt hast du deinen Controller angemacht, musst du einmal hier oben auf Power drücken. So, jetzt versuchen wir nochmal hier die CD einzulegen. Ich weiß gar nicht, wo mein Ding ist. Ah, da ist er, ja. Ja, das fragst du dich öfters. Hier, oben links. Der war nicht schlecht. Unglaublich schlecht einfach nur. Ey, die CD wird nicht erkannt, glaube ich. Da ist sie doch. Ah, da ist sie. Jetzt kommt hier WePlay, so ein Spiel mit so lustigen Minigames, die man da zocken kann. Ich habe meinen Controller eigentlich eben angemacht. Sag mal, leuchtet da unten was? Ja, jetzt leuchtet er wieder. Ich habe hier auch den Sicherheitsgurt angelegt, ganz wichtig. Immer Sicherheitsgurt anlegen, weil es sehr gefährlich ist. Spielen mit der Nintendo Wii. Da sind schon einige kleine Geschwister und so neuerdings mit Wii-Controller zwischen den Backen aufgewacht. Du müsstest mal eben einmal A und B gleichzeitig drücken. So, zwei Spieler. Am liebsten würde ich jetzt ohne Jan spielen, wenn ich ehrlich bin, aber ich finde mein Dingens nicht. Ja, ne? Mit ein bisschen mehr Gefühl, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Also ich bin ja eindeutig der hier. Nein! Nein! Da wollte ich eigentlich den anderen wählen, jetzt bin ich leider Mädchen. Ist aber auch nicht so schlimm. Das bin ja wohl eindeutig ich. Du bist Vio, ich bin Bödefeld. Verdammt, ich bin Nils. Verdammt, ich bin Vio. Ja. Was spielen wir denn? Ja, such dir was aus, indem ich dich frisch machen soll.
Also ich bin ja für irgendwas, wo ich auf jeden Fall... Dann machen wir das da unten direkt, das erste links. Das hier? Ja, das ist ein Tontaum schießen, also was? Bin ich ja der Gott, muss ich sagen. Ich glaube, da müssen wir mal stehen, das wäre besser, ne? Hab ich so ein Gefühl. Hallo? Mein... Das bist, glaube ich, du, oder? Ja, aber du bist doch auch dabei, da. Wie lade ich denn nach? Gibt's überhaupt Nachladen? Oh, mein Ding ist irgendwie... Hat Bugs. 17 zu 17, Jan. 19 zu 17. Er ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier. Ja, mein Ding hat aber echt Bugs. Glaub ich. Ja, ich glaube auch. Hier, guck mal, ich kann es nicht steuern. Ey, du darfst dich selbst nicht abschießen, glaube ich. Ja, ich kann meinen Teil nicht steuern hier. Was jetzt? Nein! Ah, raus. Nein, nicht drei. Ich mache jetzt einfach mal die Counter-Strike-Methode hier, schön sprayen und so. Ich hab dich... Nein! Du hast mich erwischt. Ah, das ist so verbuggt hier mit dem Teil. Ja, kleiner Vorsprung jetzt. Ja, du gib mir doch mal das andere Ding. Hey, ich kann doch jetzt nicht die Controller einfach tauschen. Ey, die Taktik ist sogar gut. Hier, mein Teil fliegt einfach durch die Gegend. Ey, ich bin so unglaublich gut. Ja. Ah, ich habe jetzt einen Vogel getroffen, ey. Alter, das super E-Sport-Spiel ist das hier, ne? Ballern wie Schwein. 102 Punkte. Ich bin auch gar nicht so sehr in Führung, Jan. Kannst du immer noch aufholen. Ja, ich sag ja, lass mal tauschen. Nur. Guck mal. Ja, ich aber auch. Toll, das ist nur ein Punkt, ey. Verdammt. Schlecht geaimt. Endrunde jetzt, ja. Hoffentlich geht's da nochmal um die vierfache Punktzahl, wie im Familienduell. Ich baller dich weg da. Wieso gehst du nur nicht kaputt? Ach, ich muss gar nicht die Leute abschießen. Schieß trotzdem Mark ab, da unten rum, Leute. Bam, bam, bam. Arme Mädchen da. Er hier. Okay, ich hab verloren. Ziemlich deutlich sogar. Naja, Jan. Das aber mein Controller war auch echt nicht so. Wenn wir mal wieder Mensch ärgere dich nicht spielen, lasse ich dich auch gewinnen. Anderes Spiel spielen wir jetzt. Ja. Gucken, was wir noch so haben. Noch eins von diesen Fun Games. Und was sagst du, E-Sports-fähig? Ja, bis jetzt nicht, aber das ist ja auch eher so wirklich die Fun-Version. Was können wir noch spielen? Ja, wenn wir Angeln. Angeln ist super. Einmal ein echtes Männerspiel. Sven Hoffmann, der Mann mit der schlechten Frisur und ich glaube, dafür braucht man den hier, oder? Nee, braucht man den nicht? Ich glaube nicht. Den Nunchuck? Nimm die Angel in die Hand. Lass uns mal aufstehen am besten, oder? Ja, ich muss nämlich meinen Teil. Wo ist denn meine Hand? Ja, guck mal, ich kann die nicht dahin führen. Ich weiß gar nicht, wie man das machen soll. Bitte link minus 50. Ja, hast du aber auch gezogen. Den was? Was? Ja, kommt er weg, weg! Da kommt der Bitterling wieder. Ich will nicht anbeißen. Ja, was macht meine Angel denn da? Hä? Ich verstehe das nicht, wie ich das machen soll. Wie hebe ich den denn überhaupt raus?
Yes, hier, nimm den Köder mal. Ey, wie kann ich denn den Köder überhaupt nehmen oder so? Keine Ahnung. Ich habe wenigstens einen Fisch gefangen, der mir leider minus 50 eingebracht hat. Da, wenn das Ausrufezeichen kommt, dann will er, ist er willig da. Ah, da wollte er mir gerade schnappen. Komm schon, komm schon. Hier bin ich doch. Ach. Da ist er! Bonus mal 2 für den Commander. Ey, das ist total imbalanced. Ey. Richtig. Wie soll ich den denn... Und wieder rein. Ich bin ein guter Angler. Ey, verstehe ich nicht, wie das Spiel funktionieren soll. Ja, hier, warte, ich hab... Oh. Oh, da ist ein großer. Den hole ich mir, die Seerobbe, die da rumschwimmt. Oh, leider. Nein, ey, das gibt es doch nicht. Aber ich bin immer noch in Führung. Nee, anscheinend nicht. Wo ist denn meine Angel? Da hat er so einen Lack und der Tümpelkönig beißt da. Da-dam! Jetzt hast du auch 580. Dann komm hier, beiß! Angel, was ist mit der Angel? Zack! Nochmal 50 Punkte hinterher. Oh, schade, ich hab gewonnen. Ey, so ein Lack, du hast... Und ein Fisch. Ja, weil ich den einen minus... Weißt du, du musst halt die richtigen Fische angeln. Ja, ich hatte halt Pech, weil ich hab 5 Fische gefangen. Ey, ja, davon einmal leider den falschen, der hat mir minus 50 Punkte gebracht. Ey, ja, lass uns einfach mal ein Spiel spielen, wo du auch mal eine Chance hast. Ja, das war ja wirklich pures Luck. Absolut pures Luck. Dann lass mal gucken, ob... Machen wir erstmal Werbung jetzt oder machen wir noch ein Spiel? Du bist der Host. Ja, mir ist ganz egal. Können wir noch ein Spiel machen? Wir machen noch ein Spiel hier, machen wir ein anderes Spiel. Ja, aber wir können ja rein theoretisch auch noch andere Spiele testen auf der Wii. Das ist ja, nicht ja so. Das, wir haben ja auch noch eine Menge Zeit. Echt? Ja, anderes Spiel spielen. Danke, Jan. Guck mal, das Mädchen freut sich. Ich habe jedenfalls 2-0, aber nur Luck, wirklich pures Luck. Da, Tischtennis! So ein Tischtennis gibt es jetzt auf jeden Fall ordentlich auf die Nuss. Wer zuerst 11 Punkte hat. Ja, das ist wieder aufstehen, oder? Ich bin oben anscheinend. Boah, ist das schwer. Boah, das ist ja unmöglich. Boah, ist das schwer. Ja, mein Teil ist so sensibel. Ja, das sind meistens die Teile. Boah. Ja, du musst an den Platz gehen, Alter. Oder A drücken. Viel zu früh. Lol. 8-3-0 für mich. A. A. Da will ich ja. Macht er nicht. E. Ey. Ding ist sowas von kaputt. Ja, nee, ist klar. Hallo, Momentchen. Hallo. Ja, wo bist du denn, Alter? Ich weiß es nicht. Das Teil ist im Arsch. Du bist einfach viel zu desensibel hier. Ein bisschen weiter oben. Da ist er doch. Ey, ja, du bist einfach auch kein Gegner. Was soll man mit... Tja, was sagst du jetzt? Ja, das Ding ist so ein Schrotthaufen. Das ist unglaublich, ey. Da macht mich wahnsinnig, der Teil. Ja, ich mach die. Mann! War's aber dicht dran. Das habe ich ein bisschen mit Anstand gemacht. Also es würde auf jeden Fall richtig Bock machen, wenn mein Controller nicht ausgerechnet jetzt die Batterien leer gehabt hätte. Ja, ist klar, Jan. Deswegen hat nicht funktioniert. Also das Spiel scheint richtig geil zu sein. Aber der Controller... Du bist der allerschlechteste Verlierer, den ich jemals kennengelernt habe. So, jetzt bitte Ruhe, wir machen jetzt ganz kurz Werbung bis gleich.
dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the demon stops and I just can't say. What should I do? Just a little baby. What if the lights go out and maybe? And then the wind just starts to moan outside. Die wollen mir doch hier tatsächlich alle erzählen, es hätte nicht am Controller gelegen. Das ist natürlich, wenn es keinen Ball berührt hat. Ja, und ich habe gerade eben nochmal den Controller getauscht und ich habe aus seinem 9:1 Rückstand noch tatsächlich 11:9 gewonnen gegen ihn. So, ich muss mal hier eben, wo ist mein Pad? Das ist doch. Komm, Jan. Komm. Du hast keins, ich hab den. Nee, hab ich echt nicht? Naja, hab ich doch. Wieso, wo war meiner denn schon wieder? Ja, Jan, versuch doch mal. Du hast jetzt übrigens meinen, der ja angeblich besser sein soll. Ja. Wo ist der denn? Da ist er doch. Wo? Warum? Da. You ready? Downhill Jam, Tony Hawk's Downhill Jam. Es ist auch echt nicht leicht, vor allem wenn man so lange Arme hat. Ich habe auch eher nicht Armgefühl, sondern eher Fingerspitzengefühl, was mich auszeichnet. Ja, nee, ist klar. Gute Tony Hawk, die legendäre Reihe. Ja, habe ich ja mal live gesehen, das habe ich noch gar nicht erzählt. Den Tony Hawk. Ich war ja auf der E3 und in Los Angeles. Ich habe Tony Hawk auch schon mal live gesehen. Ja, und da war halt so eine riesen, wie heißt das nochmal? Halfpipe aufgebaut und ich habe mich so gefragt, wer denn da so boardet. Ich so, welche Kids aus Los Angeles? Und auf einmal kündigen sie an, and now the best skateboarder ever, Tony Hawk. Ich so, krass. I mean, ja, der konnte schon relativ gut, aber ich meine, ich früher mit 16 war ähnlich gut. Mach mal A oder was. Tony Hawk's Downhill Jam. Also hier geht's anscheinend nicht so sehr um die Tricks, sondern eher einfach um einen Hügel runter zu düsen. Aber das sehen wir ja gleich. Bei Tony Hawk's Downhill Jam. Ah, man muss es so halten. So. Downhill Mehrspieler ist es. Geh mal runter. Ey, komm, gib mal her, ja. Ja, wie? Ja, geh mal runter. Ich kann auch auf geh mal runter. Nee, so musst du es ja halten. Da musst du natürlich links drücken. Und zwei. Ja, ich würde schnelles sagen. Spiel. Gesperrt Bad, was ist das denn? Die Führung ist mein. Du musst jetzt jemanden auswählen. Ja, aber wie hast du ausgewählt? Auch hier, so. Ja. Aber da verändert sich bei mir nicht. Du kannst auch rechts gehen. Ich gehöre an die Spitze. Dann komm, geht's mal los. Aimen gegen Butt. The Downhill Jam. Ich weiß jetzt nicht, was man genau machen muss. Reifläuft, aber reich vor Ablauf der Zeit. Das Ziel macht Tricks und zerstöre etwas zum Punkt. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wer ich bin. Deine Hast wer bin ich wird denn? Dein Ende sein. Ach so. Oh Gott. Ah, jetzt. Ah, okay. Mir wollte gerade jemand aus der Regie sagen, halt das Ding wie ein Skateboard. Daraufhin passierte gar nichts mehr. Jetzt halte ich es wieder wie am Anfang. Ich muss es hier leider. Jetzt kann ich wenigstens lenken. Ich muss es leider ein bisschen so machen. Ich frage mich, wie man. Wie ein Skateboard halten. Ich frage mich, wie man springen kann. Ah. Hä? Zeit abgelaufen. Hä, wie soll man das denn steuern? Das habe ich nicht so ganz verstanden. So halten, dann einfach fahren. Nur nach vorne drücken, dann gibt der Gas. Wie nach vorne? Ja, fahr doch einfach. Einfach so fahren. Jetzt fährt er doch. Ach, ich bin der Rechte. Ich dachte übrigens auch die ganze Zeit, ich bin der Linke, wenn ich hier. Ja. Oh Gott. So, ach so. Oh Mann. Zeit abgenommen. Nochmal, okay.
Jetzt weiß ich auch, wie es funktioniert. Also, wie soll man es halten? So. Oh. Ich werde dich überholen. Ich werde dich überholen. Die Führung ist... Oh. Was auch immer. Schütteln zu mir holen. Ich werde dich überholen. Wo ist überhaupt das Ziel? Ich weiß auch nicht, wie man... Ich weiß zumindest, wie man springt. Wie denn? Auf zwei. Jetzt habe ich auch noch einen Grind hingelegt. Also schaut mal lieber beim Linken zu, er hat's drauf. Ups. Schütteln, schütteln. Das ist ein Marathon, kein Sprint. Aha. Vielleicht das Polizeiauto gegrindet. Echt? Das funktioniert bei mir noch nicht so ganz. Na und? Wie grindet man denn? Auf dem Nummer 1. Echt? Beim Down bin ich schon. Ah. Schütteln zum Erholen und dann. Wo bist du? Schon unten? Ja, ja. Ich bin also auf jeden Fall vor dir. Aber du hast nicht so coole Tricks. Oh, da wollte ich die Bahn wegschubsen. Hast einer gesehen? Ja, hab ich. Das ist San Francisco, glaube ich. Ja. Cool Wallride hingelegt. Oh. Oh, die hat die ganze Zeit überfahren. Das muss ja langsam wehtun. Bist du schon in der Garage? Nee. Kann tatsächlich lange gehen, dass du vor mir bist. Aber ich weiß jetzt auch im Racer nicht genau, wer jetzt. Da bin ich ja vor einer halben Stunde schon vorbeigekommen. Oh. Ne? Es ist kein Zufall, dass ich gewinne. Disqualifikation in 12 Sekunden. Ey, das von da aus ist nur ewig bis nach unten. Echt? Ja, dann war ich wohl langsamer als du. Natürlich, und ich habe auch noch getrickst. Und der Commander hat gewonnen, gewonnen, gewonnen. Ich wusste halt gar nicht, wie das funktionieren soll. Ja, das ist schlecht. Da hätte ich vielleicht vor der Sendung mal spielen sollen. Ja, aber für sowas habe ich einfach keine Zeit. Das ist noch eine Revanche? Eine? Nur weil du das als einzige Spiel, was du kannst. Ja, komm, einer geht noch. Jetzt sind wir hier China-mäßig unterwegs. China? Gewöhnlich besser runter. Oh, Zeit abgelaufen. Ich hatte gerade einen miesen Trick am Start. Keine Ahnung, wie die Zeit ablaufen konnte. Aber man muss die Tore einsammeln. Klar. Ich bin die ganze Zeit an den Dingern vorbeigehört. Dieser Trick, oder? Jetzt weiß ich nämlich auch, wie es funktioniert. Ich glaube, ich habe gewonnen. Ja, also, das ist wohl ein entscheidendes drittes Rennen machen. Ja, ich habe halt nicht gedacht, dass ich die Tore einsammeln muss. Du hast allgemein schon als. Ich habe aber dafür coole Tricks gemacht. Habe ich auch. Nee. Jetzt ist es schottisch. William Wallace kommt bestimmt gleich vorbei. Ich weiß so aus, wer immer William Wallace. Alter, der Kerl aus Braveheart, Alter. Gewöhn dich besser nicht daran. Was mich nicht fertig macht, macht mich stark. Ah, komm schon, Mann!
schlecht meinte ich natürlich. Komm jetzt hier hoch! Oh nein. Ey, Jan, soll ich hier allein spielen oder was? Du bist ja gerade an mir vorbeigefahren, vor 2 Sekunden. Jetzt stehe ich allerdings hier in der Ecke rum. Hallo, was macht er denn? Wieso gibt denn der kein Gas? Ich hab crazy Tricks gemacht, ey. Oh. Er ist stehen geblieben. Oh. Jetzt rafft er gar nichts mehr. Na, bist du eigentlich total Banane, Junge? Ich weiß gar nicht, wo ich längst muss hier. Nee, doch, ist richtig hier. Ist der Typ eigentlich total voll behämmert? Ey, ist ein cooles Spiel. Teilisch. Teilisch. Nicht mitgenommen. Ja. Was, dann kommt jetzt gleich noch meine Paradedisziplin, Tennis. Ja. Wo du ja eben überzeugt hast durch deine Tischtennisschläge. Oh nein, verdammt. So, hier noch einmal. Ja, du schaffst es im Stil, das ist super. Ich gönne dir ja voll und ganz. Ich weiß ja. Oh, verdammt. Nein, nochmal. Aber ich finde das Spiel cool, vor allen Dingen ist die Mucke auch relativ alt. Ja, nur E-Sports-mäßig. Muss man natürlich wieder sagen. Ist natürlich nicht drin. Aber allgemein kann man wohl festhalten, dass, auch wenn wir jetzt noch nicht alle Spiele getestet haben, und es, oh, das war doof, und es sicherlich auch zu früh wäre, jetzt ein Fazit zu ziehen. Was natürlich auch viel zu früh wäre. Nein! Kennst du, du bist so der richtige Homer Simpson-Typ, so do, 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 do. Glück gehabt. In letzter Sekunde nochmal ein Time gekriegt. Oh. Jetzt hab ich's auch nicht mehr. So wie du schüttelst. Das ist nicht schütteln. Das ist nicht das Ding. Sondern? Das Schütteln. Nee. Wo fahr ich denn hier längs? Ist doch egal, schaffst du auf jeden Fall. Nee, schaff ich tatsächlich nicht. Ärgerlich, aber auf jeden Fall bin ich vor dir noch. Naja, abgebrochen ist abgebrochen. Ich würde sagen, das ist ganz klar ist unentschieden. Hä? Ja, ja. Du Spaß. Ja, nicht geschafft ist nicht geschafft. Da müssen wir ja gar nicht drüber diskutieren. Ja. Seht ihr Wii Sports als entscheidende Disziplin angegangen. Ich habe doch schon viel mehr gewonnen als du. Schwachsinn, du hast nur bei Wii Play gewonnen. Ich habe davor doch auch gewonnen. Was war denn davor? Weiß das nicht. Autorennen, das habe eindeutig ich gewonnen. Ja, aber ich habe die verschiedenen Disziplinen bei Wii Sports gewonnen. Bei Wii Play. Was als ein Spiel zählt natürlich. Ach so, ja, ist klar, Jan. Ja, natürlich zählt es als ein Spiel, dieses Mini. Ein Spinner, ey. Diese Minigame. Das ist aber unglaublich, ey. Wohl lächerlich. Deine Eltern haben dich auch immer gewinnen lassen steht und gesagt, du bist der Allerbeste. Es steht ne? da mit 1-1 overall und jetzt kommen wir zum entscheidenden Disziplin Wii Sports, wo alles entschieden wird. Oh, 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 oh. Kann passieren. Wii Sports. Mit dem Idiot mache ich seit einem Jahr lang jeden Mittwoch und Donnerstag. Ja, Gott sei Dank wirst du ja jetzt ausgebotet aus der Sendung. Ich habe ja gesagt, ich höre jetzt auf bei Mittwoch und Donnerstag. Ja, endlich. Da können wir uns schon noch freuen im 2007. Endlich ist dieser Pelvis weg. Nee, auch diese Woche schon. Ich diese Woche auch schon. Ja, weil du ja Angst hast, stimmt. Du willst ja nicht antreten. Wir machen jetzt noch hier Wii Sports und jetzt gibt es im Tennis den Entscheidungskampf. Wenn du überhaupt den Boden triffst. Wo ist mein Rollmops, Jan. Pad hier. Meinst du das jetzt ernsthaft, dass du so irgendwann triffst oder was? Ja, das mache ich mit der Maus auch immer so. Das ist nur, dass du irgendwann meinst, da ist er ja. Warum? Komm nur noch ein bisschen hoch. Da. Machen wir hier Wii Sports, da müssen wir auch wieder aufstehen. Dafür habe ich ja extra hier alles weggeräumt. Da kommt auch schon mein Händchen hin. So, was willst du als erstes Tennis? Ist mir egal, ich spiele alles gegen dich. So ein Null. Na gut, dann zeigen wir mal als einen kleinen Leckerbissen aus Wii Sports. Da gibt es viele verschiedene Spiele. Tennis, Baseball, Bowling, Golf und Boxen. Also ich hätte auch Bock, dich im Boxen fertig zu machen. Aber ey, Boxen ist hart. Aber Tennis machen wir jetzt erst. Boxen ist echt schwierig. Spielerzahl?
2. Wir machen natürlich. Ja. Okay. 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 Geachtet darauf, keine Menschen in der Nähe sind. okay, ich bin bereit. Jetzt schauen wir mal. Ich bin mal hier. Was? 3 von 5. 3 von 5, okay. 3 von 5 mach ich das, oder was? Ja. Wo ist er denn hier? Ich hab's zuerst. Das ist Schwachsinn. 3 von 5. Also, welche Seite bin ich jetzt? Rechts wahrscheinlich, ne? Warte mal. Ja, ich bin rechts. Okay. Du hast Aufschlag, Alter. Nein, ich bin doch nicht rechts. Ich bin links. Ja, natürlich. Ja. Du hast Aufschlag, habe ich gesagt. Alter, also, denkst du, ich helfe dir noch mehr, oder ich was? Ich bin die Frau mit dem Bart. Ja, bist du auch normalerweise. Oh. Aus! Ah, ja, 15, 15. Jetzt geht's ab hier. 15, 30. Jetzt doch gar nicht, verdammte Axt. Also auch hier die Grafik. Drückst du halt mal weg, das wäre... Der an. Und Klabautermann. Oh, verdammt. 15. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Breakpoint. Ah, bin ich mal gespannt jetzt hier. Nein! Ah, habe ich nur gekratzt hinten. Oh, leider nicht mehr ganz viel. Wie, vor allem, wie Jan im Studio 8 Meter weit gesprungen ist. Ja, und sich gedacht hat, dann erreicht man Wii-Männchen das auch noch. Ja. Ah. Aus! Diese verdammte Kante. Aus, 0,30. Komm. Direkt das Rebreak von mir. Ey, mein Männchen ist so langsam. Das ist nicht zu glauben, ey. Was? Ja, schön loslassen, wenn ich noch nicht da bin, was? Wir wollen was gerne. Ah, wir liegen da vor. Ja, aber schön schlagen, als ich noch da hinten war. Ach so, jetzt hältst du das wieder rum, ey. Oh Gott, Gott, pass mal auf, da kommt die Rache, kommt noch. Nein! Sag mal auf! Schöner Ballwechsel. Ja, du machst über mich lustig. Nein! Komm! Kämpfen! Na, wollte ich nicht. Habe ich das falsch eingeschätzt? Ey, das gibt es doch nicht, was ich für ein Pech habe. Jetzt stehe ich mit dem Rücken zur Wand. Jetzt pass auf, wie ich das Match noch rumreiße. Nein! Einstand hier. Die Spannung ist kaum zu ertragen. Ey, das geht, das ist doch nicht. Bam! Aus! Netzkante. Nein! Nein!
Ich dachte, mein vorderes Männchen nimmt den an. Der Idiot! Tick! Ja, wollte ich ein bisschen zu viel. Mann! Leider müssen wir jetzt gleich Werbung machen. Oh, auch schon wieder. Können wir das Spiel noch kurz zu Ende machen? Ja, machen wir. Ja, die Regie hat gesagt, nein, können wir nicht. Aber ich mache jetzt auch mal ernst. Oh Gott, ey, der Typ ist so blöd. Hä, was war das denn? Das ist den Ball nicht getroffen. Das Spiel, ich würde niemals auf. Ich würde das ganze Spiel auch noch rumreißen. Hä, hey, jetzt bin ich total verwirrt. Game point. Dude. Ey, das ist doch nicht zu fassen. Mein Männchen ist so Banane. Jetzt hat man kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Oh! Wir haben nicht mehr viel Zeit, wir müssen leider aufhören. Ja, dann sagst du bestimmt unentschieden oder sowas, ne? Ja, was soll man hier sonst zu sagen? Hä? Jan, ich lieg 2-0 in Führung. Ja und? Du hast nicht einmal einen Punkt geholt. Ich würde sagen, das stellt sich erstmal ruhig, oder? Hä? Game point. Oh nein, das kann ich glauben. Wir müssen ganz kurz Werbung machen. Wo denn? Da? Wir machen ganz kurz Werbung und danach, ich sag euch dann, wie es aussieht. Erst Werbung, wir spielen derzeit weiter und dann sage ich euch, wer gewonnen hat. Bis gleich. To be in the land of make-believe, the double.
Liebe Freunde, es steht 8:1 für Marc in unseren bisherigen Duellen. Ich habe allerdings 3:1 durchgesetzt. Wie ihr wisst, in der letzten Runde zählt wie immer die zehnfache, gibt's wie immer die zehnfache Punktzahl zu gewinnen. Das ist die Ski-Challenge. Ich fange mal an. Wer die beste Zeit vorlegt. Übrigens, Achtung, ich möchte betonen, ich habe es vorher noch nie gespielt. Das ist ein neues Spiel, ich auch nicht, und das ist super lustig. Er hat heute den ganzen Vormittag trainiert im Büro, ey. Du bist ein Spieler. Das Spiel ist super lustig, kostenlos zum Download. In der News zur heutigen Sendung könnt ihr das Spiel kostenlos downloaden. Was bringt der Ghost? Das ist der, wer du vorher, wie schnell du vorher warst. Kostenlos zum Download, und ich versuche mal hier zumindest eine Zeit hinzulegen, die Marc Hoffmann nicht erreichen kann. Das würde bedeuten, dass ich am Ende 10 Punkte hätte und er 8. Weißt du, wie gesagt, es geht hier um die zehnfache Punktzahl, die alle bisherigen Runden eliminieren würde. In der Königsdisziplin von heute. Ganz knapp vorbei am ersten Tor. Oh. Oh Mist. Steh auf, Mann! Ich habe keine Zeit. Ah, darauf habe ich irgendwie Lust. Fünf. Oh. Ja. Also das Spiel macht auf jeden Fall richtig Bock. Und man kann es gerade downloaden. Und ich glaube, das Spiel hat tatsächlich so ein bisschen E-Sports-Charakter. Das erinnert mich irgendwie, ich weiß nicht warum, an Trackmania Nation. Was ja auch der Hammer E-Sport-Titel war. Ja, es war immerhin bei ESC um 15.000 Euro. Ja, ich weiß. Na also, das... Aber es ist trotzdem irgendwie... Es ist schon E-Sports, aber... Ich weiß auch gar nicht, wieso es mehr... Also ich denke mal, es wird auf... Es gibt eigentlich schon eine ESL dazu im Spiel? In den Alpen, glaube ich. Überraschung. Also ich biege jetzt hier gerade so in den unteren Teil der Piste ein. Das ist jetzt eine katastrophal schlechte Zeit, glaube ich. Da ist auf jeden Fall noch alles drin für dich. Schau mal. Ah, hier werde ich ein bisschen rausgetragen. Ja, ich habe gehört, der Nick Adams ist gestern 2:05 gefahren. Das war wohl relativ gut schon. Ja, es ist relativ gut, aber ich habe ja oben bin ich schon einmal gestürzt, deswegen ist 2:05 völlig nicht realistisch. Ich hoffe einfach mal, dass du nochmal stürzt. Nee, ich bin jetzt hier gerade auf der Zielgeraden. Ja, die hat eine, sag ich mal, eine gute 2:15er. 2:15, 1:59 ist natürlich eine schlechte Zeit, aber musst du erstmal unterbieten in den letzten. Ich habe das Spiel halt noch nie gespielt. Ja, ich doch auch nicht. Man muss hier mit 3 Knöpfen. Das wird wohl selbst so eine Made. Mach ich das hier? Neustart oder was? Ja, einfach Neustart. Jetzt nach vorne und ab geht die Post. Bin ich mal gespannt. Da setzt er direkt an. In Schussfahrt stürzt er sich den Hang runter und zack, da geht's ab. Soll ich das denn in die Bande. Sehr schön, sehr schön. Ab in die erste Bande. Wie gesagt, liebe Zuschauer, es geht um die zehnfache Punktzahl. Also der Sieger dieses Duells ist der absolute Ultra-Champion des Jahres. Da kann ihm keiner mehr den Titel nehmen. Ah, doch, jetzt nimmt er die nächsten Kurven ganz gut. Ich bin mal gespannt, wenn es an die erste schwierige Stelle geht. Sehr schön. Gleich kommt eine schwierige Stelle. Ich warne dich schon mal vor, die gute Rechts-Links-Kombination. Jetzt muss er aufpassen. Jetzt wird's brenzlig. Da zieht ihn schon zu weit nach rechts. Oh. Ah, da kommt er sogar noch ganz gut durch. Da vor ihm fahre ich. Bin ich da schon gestürzt? Ja, da bin ich schon gestürzt. Es wird ein enges Duell. Kopf an Kopf geht's da hier in den unteren Bereich. Und du weißt, um was es geht, ne? Naja, zehnfache Punktzahl, bla bla. Das ist jetzt 200. Rückstand. Aber den Sprung scheinst du relativ gut gemeistert zu haben. Boah, ist das eng. Oh Mann, ist das ein enges Duell. Um die zehnfache Punktzahl, aber der ist ja auch besser genommen als ich. 1:15. 2:15 habe ich hingelegt. Und nee, es waren 2:10, oder? Verdammt, das könnte echt eng werden. Beziehungsweise, das könnte ich echt verlieren. Das ist natürlich eine Katastrophe. Möchte ich mir einfach mal behaupten. Bis hier gleich. Ah, da ist er, da ist er. Da ist er. Der Kampf. Der Ghost kämpft. Boah, ist das spannend. Spannend kann man kaum ertragen. Es geht um den Titel bester E-Sport-Spieler aller Zeiten.
weltweit den es je gegeben hat. Und der darf sich auch sein Leben lang mit diesem Titel rühmen. Ich glaube, du gewinnst. Zieh, Junge, zieh! Zieh! Ja! Oh Gott, ja. Nein! 300. Und 300. Und er gewinnt den Titel Geister Chief des Jahrtausends. Ja, war ganz schön knapp. Ich glaube, ich spiele nochmal mal sehen. Ja! Ja! Dann wärst du oben nicht gestürzt, dann wäre sehr gut. Hätte ich ziemlich hart gewonnen, würde ich sagen. Ja, komm. Hätte, wenn, wenn und aber. Unsere Sendungszeit ist übrigens zu Ende. 30 Sekunden haben wir noch. Also Fazit. Die Cheese Challenge ist auf jeden Fall E-Sports tauglich. Da wird man noch einiges von hören. Riesenspiel macht Sauspaß. Und Wii macht natürlich sowieso Sauspaß. Ja. Aber E-Sports mäßig nicht so richtig. Der Champion des Tages bin eindeutig ich geworden. Herzlichen Glückwunsch dir zum zweiten Platz. Mit leider knappen 9-8 Punkten. Wir sehen uns am Mittwoch wieder dann mit dem ESL Christmas Cup und am Donnerstag dann eventuell mit Marc gegen mich, aber da will er ja noch nicht. Viel Spaß noch, bis morgen oder übermorgen. Tschüss.